Ja, Halli und auch Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von IMKong und ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar hier bei World of Warcraft Shadowlands. Allerdings befinden wir uns ja hier eher in Legionsregionen und ja, haben hier den zweiten Teil meiner Suramar-Quest, beziehungsweise den zweiten Teil oder die Fortführung des Erfolges der Aufstand ja in Suramar. Und dafür stehe ich hier mitten in Suramar. So. Und hatte im Vergleich, also zum letzten Teil, da hatten wir ja die Aufgabe, 10 Weltquests hier in Suramar zu erledigen. Das ist in einem durch, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, weil ich hatte die Weltquests an dem Tag schon erledigt. Ne, ihr seht hier unten, ich habe die Quests oder 7 von 10 bereits abgeschlossen. Wir werden jetzt, oder ihr seid live dabei, wenn wir die nächsten 3 uns noch irgendwo holen und werden dann wahrscheinlich auch den Erfolg ehrfürchtig hier bekommen. Ich würde aber sagen, wir machen einfach mal, ne? Bevor ich jetzt hier auch wieder so doof drumrum stotter. Wir gucken einfach mal und suchen uns irgendwie eine Weltquest, die finstere Kreise abgeschlossen. Stapelbriefe. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung hier. Wobei, und das hatte ich beim letzten Mal auch gar nicht auf dem Schirm, auch diese kleinen Quests hier. Das sind ja auch Weltquests, die dann ab und an mal so auftauchen. Und dann immer nur für eine gewisse Zeit vorhanden sind. Die hatte ich eben halt dann beim letzten Mal auch noch erledigt. Allerdings mag ich so ein bisschen diese pompöseren Dinger hier. So, wir fliegen hier also ganz bequem. Immer die Karte im Blick. Hier rüber und gucken gleich nochmal. Wir sollen Stapel Briefe. Ja, das war ja irgendwelche Boten abmurksen, während wir gleichzeitig rebellische Bürger bewaffnen sollen. Okay, dann mit den Bürgern, das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Stapelbriefe. Ja, hier rennen doch überhaupt keine rum. Warum wird das hier angezeigt? Die rennen doch hier für gewöhnlich durch die Stadt. Da ist zum Beispiel einer. Ein Opa da. Schaltung weiter, das Verlassgewählt! Okay. Ashtoras Denil. Wir verstecken uns nicht mehr. Ja, das ist gut. Rebellische Bürger, das ist gut. Aber wahrscheinlich, würde ich gerade sagen, muss ich erstmal irgendeine Waffe sammeln, die hier einfach so in der Gegend rumsteht. Ne, global denke ich mal, wird es darum gehen, ja, genau worum es hier immer geht. Ne? Wir sollen diesen Nachtgeborenen zeigen. Erwartet uns. Ne, hier geht die Post ab. Ah. Handy Notes wurde geblockt. Das hat doch keinen Sinn, oder? Naja. Meine Add-ons hier eventuell immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Ist schon wieder eine Woche rum. Da ja, kann man dann verstehen, dass dann die Dinger in Legion nicht mehr funktionieren. Grübel, grübel. Egal, ich werde hier versuchen, auf jeden Fall das Tempo so ein bisschen anzuziehen und so schnell wie möglich durchzuhuschen. Was bedeutet, ich werde mir jetzt nicht jede einzelne Quest durchlesen oder sowas. Solltet ihr das hier quasi als komplette Lösung nutzen oder einfach mal reinschauen wollen? Ach, guck mal, das ist ja nett. Ich habe kein Ziel. Ist unmöglich. Ich muss zuerst etwas anderes. Das werdet ihr auf jeden Fall nicht unbedingt sofort gespoilert. Grüße. Hier nimmst du Waffe. Ach, guck mal, so richtig mit die Stillkiste hin und. Eieieiei. Okay, wir brauchen mehr Kiste. Ist mehr Kiste. Kiste. Ach, was man mit Wummen gebrauchen könnte.
Und ein weiterer Kurier. Ich habe kein Ziel. Okay, ich sehe viele Aufständische oder welche, die gewaltbereit sind, jedoch sehe ich wenig Waffen. Okay, warum sollten hier mitten auf dem Marktplatz Waffen stehen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Nein, meine Zeit ist noch nicht. Ah, na klar, deswegen sind hier keine Waffen. Gerade nicht allein. Husten, wir haben ein Problem. Oh, wieder voll typisch. Aufnahme wird gestartet, ne? Und sofort hat man dann noch ein Kratzen im Hals. Ich kann dann auch gar nicht mehrere gleichzeitig tragen. Eure Gegenwart ist für uns unerträglich. Wo ist eure Magie jetzt? Grüße. Wie er sie weiter den. Gesehen. Jetzt habe ich hier eine Kiste hingestellt für zwei. Also eine Kiste, dachte der zweite braucht dann auch noch eine und der ist dann einfach so weggespawnt. Unglaublich. Der Nachtbrunnen nähert uns. Wenn unsere Leute Waffen haben, stoßen Elisandes Handlanger auf Gegenwehr. Ja, wir haben also jetzt mit einem Schlag die Nachtsüchtigen. Vielleicht einen Status R für ich dich. Ja, wunderbar. Zusammenfassung. Freunde einer Fall. Okay, den haben wir scheinbar auch gekriegt. Was anderes. Aber auch einfach mal so von Aggro-Reichweite, ja. Ich kann auch einfach so als Taure hier durchrennen, ne? Egal. So, die meisten Boten erwische ich hier. Ich habe das Gefühl, die rennen sowieso die ganze Zeit nur irgendwie im Kreis. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit. Das Zeitalter der Schalderei ist gekommen. Täuschung. Was verbergt ihr? Hm?
Doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Gut gemacht. Ich werde untersuchen, ob sich in diesen Briefen nützliche Informationen für unsere Unternehmungen befinden. Suchen wir uns hier mal noch eine andere Quest. Höre getötet. Gehen wir mal hin. Ich habe das Gefühl, zwischen Fusionen sind der neueste Trend unter den Anhängern der Legion. Diese Verräter verdienen keine Gnade. Bringt sie zur Strecke. Wollte ich gerade sagen, hier der Arkus, ne? Lang begrabenes Wissen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hat uns sowas auch noch erwartet auf dem Weg. Erstmal, was wollen die hier? Okay, in dem Bereich sind die Gegner einfach ein bisschen dicker. Ihr seid alle reif. Die zählen zwar nicht, aber ich wollte einfach noch so eine Menge rein. Und der zählt. Auch nicht. Ich bin außer Reichweite. Wie bei mancher Mode werden wir uns irgendwann fragen, wie man Teufelsenergien verliert. So, und damit wären dann auch unsere 10 Quests erledigt. Ey, wollen wir sie mal abgeben gehen? Stabilisierung von Surama. Ach man, ich habe hier schon echt viel zu viel Zeit verbracht. Ja, oder anders. Ich habe hier viel zu spät angefangen. Es ist ja gar nicht mal so übel. Auch wenn hier alles irgendwie elfenverseucht ist, sag ich mal. Aber trotzdem ist das sehr umfangreich. Und wenn man auch bedenkt, diese ganze Argus-Kiste, die man hier auch hat, also hat Legion doch einiges an Endgame geboten, ne? Ja, wobei ich ja selber auch nur einer von denen bin, die sagen, ja, Weltquests und so ein Scheiß einfach nur die ganze Zeit. Ja, wer hat da Bock drauf? Irgendeiner auf den Klops. Ey, ich habe dann voll die Idee. Lass uns das alles einfach nicht mehr Ruhm, sondern Ruf nennen. Anstatt Ruf, Ruhm nennen und dann will den Leuten gar nicht auf. Und dieser Wiedererkennungswert, ne, wo die Ritze ist, wo wir rein müssen. Ich sehe es manchmal aus verschiedenen Winkeln nicht. Jetzt hoffe ich, dass dann aber auch die Quests hier weitergehen, weil das fand ich dann schon eine 10 Weltquests.
Moment, erstmal hat er hier auch noch was. Grüße. Ande Thorasidin. Die wollen irgendwie in letzter Zeit auch gar keinen Mana mehr von mir haben. Grüße. Anrata Ador. Gib die Frucht des Arkan, einem Flüchtling. Also immer irgendwie dasselbe, so, ne? Jedes Mal. Wie unser Wille. Hier, guck mal, was ich für dich habe, mein Freund. Lecker Obst. Der Nachtbrunnen ruft mich. Die Gelegenheit vielleicht mal eben schnell auch nutzen, den Müll zu verkaufen. Ah, guck mal, ich meine, jetzt können wir uns den holen, ne, weil wir sind ja schon ehrfürchtig. Ich mache auch mal einfach nur, um den anzuhaben. Oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, ne? Die Spielzeuge, ja, das sind alles so Sachen, die hole ich mir im Laufe der Zeit natürlich auch noch. Ein Tag nach dem anderen. Silbernen Hand, aber wisst ihr was? Den hole ich mir mal eben, dann habe ich jetzt bei mir. Kiste wollte ich gerade sagen. Ja, wofür haben wir denn das ganze Gold, wenn wir es nicht ausgeben? Da. Unsere Isolation ist vorbei. Vertraut nicht jedem. Helft euch mit Katka in Surama. So stark wie unser Wille. Okay. Wobei wir erinnern uns ja, Katka hat uns ja ursprünglich eigentlich hier mit hingebracht, ne? Ich sehe immer, wie dieser Questlog irgendwie da unten anpasst. Mal ganz kurz. Bringt mich zu eurem Anführer. Da hinten rüber. Ja, okay, Moment. Ich glaube, irgendwo hier sind wir ja auch ursprünglich dann gelandet, ne? Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Richtig. Lebt wohl. Danke, dass ihr gekommen seid. Es geht um unsere gemeinsamen Interessen. Erste Arkanistin, das Los der Nachtsüchtigen scheint dem unseren zu ähneln. Erst die Sucht, dann der Verrat. Es gibt ein Heilmittel für unsere Sucht, doch es wird dauern, es an alle zu verteilen. Erst müssen wir Elisande absetzen. Und die dreckige Legion aus Surama vertreiben. Das werden wir. Die Sindorei ziehen voll gerechtem Zorn in den Kampf. Und die Shaldorei sind stärker, als ihr denkt. Wir werden an eurer Seite kämpfen, wenn die Zeit kommt. Talisra, euer Wissen über den Feind wird unverzichtbar sein für die Schlacht. Wir werden euch bei Bedarf rufen. Jetzt, wir werden euch bei Bedarf rufen. Ende, oder was? Aran Arcana. Ergebenste Grüße, Champion. Ich schulde nur dem Licht Rechenschaft. Kämpft tapfer. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden, welche Quest davon war denn
Verteidiger von Suramar getötet. Ja, rennen wir einfach mal rein. Ich klopp hier alle Summen, wenn es sein muss. Hier, du bist ein Feind. Das kann nicht sein! Ich hoffe, ich soll nicht sammeln. Anführer der Schalterei zusammengerufen. Ah, okay, ich muss. Aha. Hier, schrei ihn an. Hier, du Anführer, du. Den haben wir aber ordentlich aus den Socken geblastert, oder? Und den letzten finden wir auch noch. Aber wie dämlich, dass das nur da angezeigt wird, ne? Der Arkus. Ach, stimmt, das war irgendwas Unterirdisches, ne, mit dem Arkus. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ist dieser Laden hier so wichtig? Okay, aber erstmal das eine und dann das andere. Liegen ist besser. So, jedenfalls ist das eine richtig schöne lange Questreihe, die, wie gesagt, in Wirklichkeit gar nicht mal so schlecht ist. Was ich allerdings ein bisschen doof finde, das ist diese ungerechte Verteilung von manchen verbündeten Völkern. Ein Tag nach dem anderen. Halten wir uns nicht mit Höflichkeiten auf. Ich bin die Klinge des Lichts. Aldiel Shala. Seht ihr, was ich meine? Ne, auf einmal irgendwo eine Promenade. Wo ist die Quest? Da drüben. Glücklicherweise kriegen wir die auch angezeigt.
Okay, da sehe ich dann noch eine. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Diese Quest dann eben halt immer zu finden, wo es dann auch weitergeht. Weil ansonsten steht man dann einfach so rum und denkt sich, ja, ja, und was jetzt? Ja, aber das ist einfach nur, weil die doof in diesem ähnlichen Zelt hier stehen, glaube ich. Was verlangt ihr? Uns in den Weg zu kommen wäre nicht weise. Junge, du stehst nur hier, weil ich da bin. Ja, ansonsten würdest du irgendwo in Fötusstellung. Wer ist der Champion? Na, wer ist der Champion? Hallo, Freund. Baladash, Malanore. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Beschaff den geladenen Stab des Arcus-Formers und einen instabilen Konstruktkern. Selama Ashalanore! Ja, also mit mehr Elfen hauen. Charakter. Wahrscheinlich das Ding, was hier glänzt. Euer Tod ist vorherbestimmt. Einfach nur, weil du so regungslos daneben gestanden hast. Hey, du musst auch mal für was eintreten hier. Auch wenn es aussichtslos ist. Ehre den Zindorei. Nutzt den Arkad-Nullifizierer, um Arcus-Former bla bla zu beziehen. Lebt wohl. Hm. Die Erfolge, die kommen hier nur relativ schleppend rein. Die Zauberschütze! Unmöglich! Was eine Verteidigung war perfekt! Ja, du bist der Brüller. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das eigentlich gerade total angenehm. Ich meine, man hat sich ja jetzt entschlossen. Also damals wollte ich das ja nicht machen. Dann habe ich mich jetzt entschlossen, ne, ja, komm, zieh durch, ne, für die ganzen Erfolge. Unsere und, Feinde werden fallen. Und da ist es dann doch sehr angenehm, wenn man dann so mir nicht sehen ist, hier einfach so durchrushen kann, ne, weil man halt schon vom Level her nicht zwei Add-ons später erst hier hinkommt. Tod allen Widersachern. Anubelode Delana. Oh, okay, das war jetzt nur so eine einfache Belohnung, wobei so schnell hat man dann auch mal wieder nicht 50 Gold verdient, ne? Gesehen, auch hier wieder, ne? Irgendwie dran vorbeigetappt.
Wie darf ich helfen? Viel Glück. Was sagst du? Abschalten? Da steht on off. Noch mehr Seelen für das Portal. Nein, das Portal. Wie euren Zauberkeks soll ich auch kaputt machen. Nein, kaputt machen kann ich, bin Paladin. Ist unter Umständen damals richtig schwer gewesen, ne? Sich da Mäuschen aufhalten. Ah. Hallo, Schnitte. Ist ja schon wieder da. Noch mehr Leid! Zuerst etwas anderes. Ishnuala. Die Göttin schütze euch. Ja, wieder alles gut und schön, aber. Dann wahrscheinlich immer erstmal abgeben gehen. Mir kommt dieses Leylinien-Ding immer irgendwie in die Quere. Was wollt ihr von mir? Das ist doch mal. Das hat hier nur ein Item, was eben halt Gold bringt, so nebenbei, ne? Grüße. Anrata Adore. Jetzt aber langsam Zeit mal wieder für einen kleinen hier Fortschritt, ne? Meine nur. Alter, da hängt noch eine Menge dran. Ich hatte gehofft, dass hier heute in einem zweiten Teil erfolgreich abschließen zu können. Haben die Truppen kaum Hoffnung. Geht nach Surama und nehmt den Unterdrückern der Nachtgeborenen welche ab. Den soll ich kaputt hauen. Ich mach mal eben. Okay, auf die Dailies bzw. auf die Weltquests, da brauche ich mich ja jetzt überhaupt nicht mehr. Stimmt, ehrfürchtig war ja dann auch nochmal das eine Feld da voll kriegen.
Da wir hier Nahrungsvorräte. Naja, wie gesagt, brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, ne? Wir haben ehrfürchtig erreicht. Unsere Isolation ist vorbei. Endlich. Die ewige Sonne leitet uns weiterhin. Es liegt viel vor uns. Vertraut Anaria auf Schula. Euch selbst, Champion. Ich bin beschäftigt. Okay, jetzt müssen wir da wieder zurück, ne? Die Rebellion nähren. Also sowas finde ich dann immer so ein bisschen verwirrend, weil sie steht ja noch hier, ne, die unsere erste Arkanistin. Jetzt sollen wir zurückfliegen. Ja, und da quatschen wir dann wahrscheinlich erstmal wieder mit der ersten Arkanistin, ne, die dann auf einmal wieder zurück in der Höhle ist. Anstatt dann das kommt, ja, ey, treff mich zurück hier in ne, Höhlenhausen oder so. Nein. Ich hoffe, dass wir das in Shadowlands insgesamt besser hingekriegt haben. Seht mal, wie wir hier haben. Der Nachtbrunnen ruft mich. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Weisheit für Elisande. Ja, warte, diesmal kriege ich hier die Schickse hier ihre Frucht. Hier, mitten ins Gesicht. Ja. Aran Arcana. Vertraut nicht jedem. Anrata Ador. Warum hat Elisande unsere Magie angezweifelt? Oculet Ex Machina. Das Arcane obsiegt. Wo soll es denn hingehen? Respektiert die Magie oder sie übermannt euch. Oh, hallo. Del'Valath. Nächster Halt ist das sonnige Asuna. Zumindest war es bei meinem letzten Besuch vor ein paar tausend Jahren sonnig. Da hätten wir's. Ich habe die angefragte Position mehr oder weniger fixiert. Halt! Was habt mit ihr? Euch. Es halt. Peter Einwurf. Die merkwürdigen Geräusche, die ihr gerade gehört habt, das war meine Trinkpulle. Also nicht wundern. Ja, was ist denn jetzt hier? Komm in Schweiß, Junge! Sind wir jetzt irgendwo angelangt? Shalazan Tora. Ihr wolltet euch verstecken? Ich konnte euren Teleport von der Azurschwingenraster spüren. Wartet! Es ist nicht, wonach es aussieht. Wir müssen nur... Oh, es ist wohl doch, wonach es aussieht. Nur die Anwesenheit unseres Champions hält mich zurück. Sprecht schnell. Sprecht ruhig. Verschwindet. Mit Zapfstellen an den wichtigen Punkten der Leylinie kann ich den Fluss steuern.
Ja. Lebt wohl. Ich mache mich nicht daran zu schaffen. Ich zapfe. Ich denke, hier könnte es gehen. Wie dem auch sei, weiter. Die nächste Zapfstelle sollte hierhin. Seid ihr euch bei der Stelle sicher? Hier wäre es besser. Ich studiere Leylinien seit tausenden von Jahren. Ich kann ohne Zweifel eine aufspüren, die sich direkt unter mir befindet. Aber ich kann Linie und Leitungsfokus sehen. Ihr solltet diese Stelle nehmen. Schön. Machen wir es auf eure Weise. Wenn aber die ganze Höhle vor arkaner Energie explodiert, geht das auf eure Kappe. Okay, das war gut. Da knistert die Luft bei den beiden, ne? Mit dieser letzten Zapfstelle kann ich den Energiefluss steuern wie ein Schiff mit einem Ruder. Hier ungefähr sollte es passen. Das könnt ihr? Vielleicht wisst ihr doch das ein oder andere. Meine Güte, war das ein Kompliment? Die Macht wartet. Wir müssen nur zugreifen. Aran Arcana. Dann leg mal los. Sprecht ruhig. Das Ritual verlangt meine volle Konzentration. Lasst keine Unterbrechungen zu. Lasst mich euch helfen. Diese Gestalt eignet sich kaum für einen Nahkampf. Und wir werden von einem fähigen Champion begleitet. Ihr könnt mir bei der Suche nach den Leylinien helfen, wenn es denn sein muss. Ich bin mir fast sicher, dass ich so ziemlich alles besiegen kann, was hier reinkommt. Ströme sind chaotisch. Das wird dauern. Was immer ihr tun wollt, tut es schnell. Ich spüre etwas kommen. Etwas Hungriges. Ich meine wohl nicht. Zieht sich ganz schön in die Länge. Shalasantora. Fast geschafft. Nun noch ein wenig durchhalten. Passt auf, Champion. Es ist da. Oh. Kannst nicht sehen. Geschafft. Der Fluss wurde nach Shal-Aran umgeleitet. Schöne Sache. Die Macht wartet. Wir müssen nur zugreifen. Das Arkane-Orb siegt. Azuna war einst das Zentrum magischer Studien. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr könnt sicher helfen. Ich muss mich ausruhen, bevor wir zurück nach Shal-Aran reisen. Es war anstrengender als erwartet. Ihr habt genug getan, Arkanistin. Ich werde euch nach Shal-Aran bringen. Kommt und folgt mir. Ihr, ich auch bitte.
Ah, Moment hier. Hui. Eure Kontrolle über solch gewaltige Energien ist beeindruckend. Das war keine einfache Aufgabe. Ihr wart eine überaus große Hilfe. Euer Wissen über Leylinien ist fast so umfassend wie meines. Ja, und ich weiß, dass Leylinien-Zuleitungen den Nachbarn mit großer Macht versorgen. Nur so viel Macht ist gefährlich. Aber wenn sie... zu sehen. Ich mache die Kanonen der Teufelsseelenbastion und schieße diese elenden Teufelsfledermäuse ab. Bitte geht und informiert Talisra. Ich habe hier noch ein paar Fragen zu klären. Okay. Ja, was möchtet ihr wissen? Seht ihr die Linien tatsächlich oder spürt ihr sie eher? Nehmt ihr sie konstant wahr oder könnt ihr die Wahrnehmung ein- und ausschalten? Da sind sie, diese elementaren Fragen über Leylinien. Ne? Wenn's kribbelt, ist eine U-Bahn unterwegs. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Der Nachtbrunnen ruft mich. Und schon geht's Vertraut wieder los. Vertraut nicht jedem. Wie gesagt, das Gold kommt so rein, ne? Aber... Wir sind nur so stark wie unser Wille. Jetzt scheint es dann auf einmal wieder zwingend erforderlich sein, irgendwas anderes hier abgeschlossen zu haben. Ne? Oder Moment, spricht. Ach nee, die haben wir noch. Ja, stimmt. Wollte mich schon wieder künstlich aufregen. Kurz die Reittiere hier aufreißen und sehe dann, ich bin aber schon am Ziel. Ich wollte aber auch mal eben schnell noch hier. Ein paar meiner Lieblinge reinziehen. So. Schon steht sie wieder hier, voll magisch. Halten wir uns nicht mit Höflichkeiten auf. Bleibt wachsam. Das Schicksal unserer Welt. Steht auf dem Spiel. Ohne euch wird Azeroth fallen. Naja, oh, irgendwas stimmt hier nicht, sagt er. Wir werden siegen. Du ein Spitzel? Du Spitzel? Du bist ein Spitzel. Irgendeiner rum, der hier rumspitzelt. Thank you.
Gib mir Elisande. Will ich erstmal die hier abschließen. Nee, in der Hoffnung, dass ich dann diese Beleidigung angezeigt kriege, beziehungsweise jetzt sehe ich gerade schon wieder, da scheinen sie doch zu sein. Fertig. Ergebenste Grüße, Champion. Ich schulde nur dem Licht Rechenschaft. Aldiel Shala. Kontrolliert euren Atem. Atmet beim Stoß kraftvoll aus. Jetzt hab ich's, glaube ich. Unser Schicksal erwartet uns. Wir müssen durchhalten. Anar Amenos. Seid gegrüßt. Seid umsichtig. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, weil ich da gerade alles angeklickt habe. Brennende Legion ist eine Krankheit, deren bloße Anwesenheit das Land verpestet. Wir müssen sie läutern, bevor sie sich weiter ausbreitet. Okay, hier scheint es dann auch immer mehreres zu geben, was wir gleichzeitig runterreißen wollen. Aber auch das sollte für uns überhaupt gar kein Problem darstellen. Da unten ist irgendwas. Ach, ich kann nicht fliehen. Okay. Bist du irgendwie von elementarer Wichtigkeit? Ich habe ja, oder sollen wir einfach alles töten? Ich glaube, wir haben einfach alles kaputt. Aber ich muss ja echt sagen, ich finde erstaunlich, dass wir mit Level 60 und, okay, Item-Level von in Klammern nur 100, ne, was wir hier angelegt haben, trotzdem noch mehr als zwei Schläge brauchen für diese 45er Gegner.
Die müssen echt übertrieben hart gewesen sein. Keine Lust drauf. Jedenfalls unsere Elfenfreunde hier, die schreien alle nach Blut. Und Vorräte. Hier, du glitzerst. Das heißt eigentlich immer, dass du irgendwas Wichtiges bist. Ja, immer so sehr auf meine Umgebung. Eine geile Quest. Blitzert wieder was? Bei mir immer so ein Zufall, ob ich sowas dann sehe oder nicht. Ne, ich achte auf sowas eigentlich echt nicht. Es gibt so viele Quests, wo ich schon 20 Mal an solchen Sachen vorbeigerannt bin. Und ich keine Ahnung hatte, da liest man dann so ein Tutorial und da steht dann einfach auch nur so drin, ja, dann klickt einfach mal das Item an. Wir haben die Mauern verstärkt, Dämon. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Moment, ein bisschen was haben wir ja noch. Ne, da ist noch was. Eine uralte Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich und wir decken gemeinsam einen Teil von unserer Vergangenheit auf. Ich habe versagt. Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Rabenwache! Schickt ja, dieser Teufel die zurück Legion zu ihrem hat finsteren Herrn! Für Ashara! Für Kalimdor! Und reisend somit zu einer Herausforderung gemacht. Besser spät als nie, was? Diejenigen von uns, die noch atmen, kämpfen weiter. Seid ihr bei... Herr, hinter euch! Ein weiteres Teufelsportal hat sich geöffnet. Mondwachen! Kanalisiert eure Energie durch mich. Zeigen wir diesen Monstern, wozu arkane Macht imstande ist. Was für eine Teufelsbrut haben diese niederträchtigen Kreaturen über uns gebracht? Mutter Mond, steh uns bei! Wir müssen uns ausruhen, Meister. Vielen Dank, Illidan. Doch die Schlacht hat gerade erst begonnen.
Die Hälfte unserer Streitkräfte wurde von der Legion aufgerieben. Der Rest ist über das gesamte Gebiet verstreut. Was ihr hier seht, ist alles, was von der Rabenwache übrig ist. Es steht schlimm. Dieses Monstrum in der Arena wird die Festung von innen heraus einäschern, wenn es niemand aufhält. Nehmt eure Mondwache und befreit die Rabenwehr von dieser dämonischen Invasion! Ihr seid unsere letzte Hoffnung, Illidan. Tut, was ihr tun müsst. Wenn die Rabenwehr fällt, wird ganz Suramar fallen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Lord. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das dazugehört. Diese Schutzbarriere hat uns beinahe all unsere Energie gekostet. Wenn ich den Mondwachen noch mehr abverlange, werden sie sterben. Gelingt es mir, dieses deaktivierte Portal zu reparieren? Dann bekomme ich die fehlende Verstärkung und eine Energiequelle, die mir neue Kraft gibt. Ja, ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dazugehört oder ob ich gerade einfach nur an der richtigen Stelle auf das falsche Symbol geklickt habe. Ausgezeichnet. Die Energie, die von diesem Portal ausgeht, stärkt meine Kräfte, wenn ich mich in der Nähe aufhalte. Ich sollte zu diesen Portalen zurückkehren, wenn ich erschöpft bin. Andererseits sehen wir hier unten auch, ne? Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Ich bin bereit, Lord Rabenkrone. Lass das Gatter herunter. Lasst das Tor herunter und geht in Stellung. Klevenwerfer, macht euch bereit. Lauft, Rabenkrone, lauft! Vielleicht ist noch Zeit für euch zu fliehen und den Rest eures erbärmlichen Lebens in irgendeinem Baum zu fristen. Was soll das? Rabenkrone schickt einen Welpen gegen mich? Ich werde euch manieren. Wagt es euch der brennenden Legion zu widersetzen? Er zittert vor der überlegenen Teufelsmacht! Eure Magie ist zu mächtig. Ich könnte Energie von meinen Mondwachen abziehen und damit diesen Dämon in Stücke reißen. Aber meine Magier überleben das nicht. Was für eine Wahl habe ich also? Scheitere ich, wird Suramar morgen fallen. Und mit der Stadt meine geliebte Tyrande. Ich muss handeln. Vergebt mir für das, was ich euch antue. Ihr habt eure eigenen Soldaten getötet. Meister. Ihr seid was? Sterbe. Hat Zähne. Mit Hauptmann Sturm an unserer Seite haben wir eine Chance. Aber ihr führt sie plump und ungeschickt. Ich zeige euch, was sie in den Händen eines Meisters anrichten kann. Es werden nicht weniger. Es scheint, als kämen die dämonischen Armeen aus dem Portal. Die brennende Legion unterwirft alles zerstören, wenn wir das überleben wollen. Aber dazu brauche ich meine Mondwachen. Der Illidan und der alte wird Poser. Geheiligt werden. Wofür muss ich hier? Die Action. Ich werde es beenden. Ich habe keine Wahl. Ich habe fast keine Energie mehr. Ich muss mich an einem Portal erholen oder mich an der Essenz meiner Mondwachen stärken. Ja.
meine Fähigkeit nicht einsetzen, weil ich habe keine Energie mehr. Illidan, Dämon. Dieser Name wird dein Schicksal besiegen. Muss ich die alle einzeln anklicken? Ich habe keine Energie mehr. Ich muss mich an einem Portal erholen oder mich an der Essenz meiner Mondwachen stärken. Was ja nicht funktioniert, weil wir werden ja angegriffen. Keine Panik, noch 600-700 Wachen hier weghauen. Wenigstens kann auch ich hier nie sterben, ne, in Reichweite meines Portals. Da sollte ich beim nächsten Mal vielleicht drauf achten. Ja, also wenn ihr euch das Video anguckt, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Hier, macht nicht denselben Schluss wie ich. Sollte mich jetzt besser umgucken. Trotzdem heftig. Ein so ein Fehler, eine rabiat in so eine Gruppe reingesprungen. Und jetzt sehe ich erstmal da hinten, die sind schon wieder da. War also vollkommen nutzlos. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Ich habe nicht um diese Bürde gebeten, doch das Schicksal. Meine Kräfte schwinden. Bringt zurück, während er vernichtet. Vor. Zurück. Ah, neue Arkanisten zum Auslutschen. Ich benötige eure Lebensenergie, meine treue Mondwache. Kann mich nicht rühren. Machtlos. Ich reiße euch jedes. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Das ist Tor. Es gäbe einen Zufrieden, doch ich brauche Kraft. Ich brauche unser Überleben macht davon einem Mondwach. Gehe ich zu weit? Nein. Ich kann logisch, wenn du alle umbringst, dann brauchst du da nicht. Die Zukunft meines Volkes liegt in meiner Hand. Aber du schnetzelst sie nieder. Ne Vollidiot. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Gucken wir alle erstmal her. Das Portal nach Nihilam wird von einem Eridar namens Baladur bewacht. Gewöhnliche Magie kann dem Portal nichts anhaben. Ich muss den Zorn des Kosmos anrufen, um es zu zerstören. Danach sind nur noch der Dämon. Ich bin der mächtigste Magierjäger im gesamten Kosmos.
Ihr seid nichts gegen mich, kleiner Elf. Jagt das. Nie zuvor spürte ich solche Macht, solche Pein. Illidan hat den Hof eingenommen. Rabenwache, vorstoßen! Immer noch Zugang hier, unglaublich. Können hier auch noch irgendwelche Quests annehmen? Was? Grüße, Soldat. Dient immer treu, mein Freund. Wir beschützen unsere Lieben. Oh Moment, kein Saft mehr. Ist irgendwo noch so eine Wache, die gebraten werden will? Habe ich scheinbar noch irgendwo was vergessen? Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Ich meine, mir werden ja hier meine Portale angezeigt und trotzdem. Hm. Also sinnlich und inhaltlich nicht, aber ich kann ja auch einfach so im Stab drauf kloppen. Ich glaube zwar nicht, dass das so gedacht ist, aber... wenn der Questgeber stirbt, ne? Das sollte nicht lange dauern. Welches Fleisch ist so weich? Ja, ist mir schon klar, bringt nichts. Ich versuche gerade nur die Zeit zu überbrücken, bis der NPC da unten respawnt. Ihr wagt es, uns hier anzugreifen? Wenige Tage. Rahmenraum und wollte nur wirklich abwarten, bis man hier die Quest abgeben kann. Also der NPC, der ist halt da niedergemetzelt worden. Komische Sache. Ich meine, okay, der bringt ja jetzt keine EP oder sonst was irgendwie, ne?
Moment, ich war gerade schon richtig, ne? Ich reiß euch jedes Glied einzeln aus. Okay, so langsam empfinde ich das als nervig. Ich muss einen Sprung in dieses Gebiet wagen, um diese Monstrosität zu vernichten. Mutter Mond, gib mir. Illidan! Nein! Diese Kreatur hat all meiner Macht widerstanden. Ich muss meine Mondwachen ein letztes Mal um Unterstützung bitten. Unterstützung bitten. Was habt ihr getan? Ihr habt sie alle getötet, Illidan! Was soll ich eurer Meinung nach tun, Kurtalos? Mich unseren neuen Herren zu Füßen werfen, während sie unsere Welt in Brand setzen? Wir haben immer eine Wahl. Wir hätten... Wir hätten was? Ihr seid blind, Rabenkrone. Ihr seid alle blind. Das war eine Invasion. Sie haben beinahe jeden hier getötet und Surama eingenommen. Und alles, was ihr beisteuert, ist Kritik an meinen Methoden? Meine Magier sind zum Schutz unserer Welt gestorben. Was habt ihr aufgegeben? Was habt ihr geopfert? Ihr seid ein verdammter Narr, Rabenkrone! Einerlei. Ihr könnt mich nichts mehr lehren. Wir werden die Legion niemals besiegen, solange Feiglinge unsere Truppen anführen. Lebt wohl und viel Glück. Das nächste Mal könnt ihr ja um euer Leben betteln, statt dafür zu kämpfen. Aha. Interessant, interessant. Ob das jetzt wirklich auch dazugehörte, weiß ich gar nicht. Ja, oder ob das nur so ein normales Überbleibsel hier aus der Gegend war. Noch ein Gefangener für meine Zellen? Meister, ich habe versagt. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Eindringling, schlagt Alarm!
Jagd auf alles. Schwierig zu sehen, ob hier ist noch irgendwas. Bereit zur Abgabe. Bereit zur Abgabe. Irgendwie sagt mir, dass das alles bereit zur Abgabe ist. Allerdings wo? Da muss ich nochmal gucken. In dann Tiefenheim. Nein. Es würde euch nicht gefallen, mich zu sehen. Na gut, ich nutze die Chance dann einfach mal ganz kurz und bin mal eben Flug AFK, ne, und dann geht es gleich noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Oder ob wir noch einen dritten Part einschieben müssen. Ne? Ist ja schon... Wow. Wieder fast richtig, beziehungsweise pünktlich. Haben wir jetzt auch wieder. Ist das so richtig? Was habt ihr? Die Füße entdeckt? Ein wenig weiter auseinander. Folgt dem. Ihr seid nur etwas außer Balance. Schon viel besser. Nett sein oder stark sein. Denkt mal, das ganze Illidan-Zeug, das krösert. Hätte hier so überhaupt nicht sein müssen. Ich muss näher ran.
Wo wollt ihr denn hin? Ja, rund um unsere Höhle passieren hier gerade merkwürdige Dinge. Die Schalterei leiten. Rüsten für den Krieg. Okay, wenigstens mal wieder ein bisschen was abgeschlossen. Marsch auf Surama. Okay, den müssen wir jetzt erstmal wieder da drin annehmen. Ja, und alleine, wenn ich da auf das Zeitmessgerät gucke, habe ich das Gefühl, es wird noch einen dritten Part extra dafür geben müssen. Ich könnte jetzt zwar auch 3 Stunden irgendwie durchziehen, aber ihr merkt ja, wir schaffen irgendwie immer nur so ein Drittel. Ein Tag nach dem anderen. Der Nachtbrunnen nähert uns. Unsere Isolation ist vorbei. Anrata Adore. Bisschen machen wir aber noch. Umfangreich. Ja, der Plan. Die Rebellen sind kampfbereit. Beeindruckend. Schauen wir mal, was sie können. Wir sind die Kinder von Elu. Nun ist es also Zeit, mit einer Armee gegen meine Geburtsstadt zu ziehen. Möge Elun diesen Konflikt rasch beenden. Kämpf tapfer. Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel. Mehr oder weniger. Okay, führt die Armee der Elfen zum Hafen der Astra. Ja, okay. Ihr seid Sindorei und Schaldorei. Nehmt die Promenade ein und sichert sie gegen unsere Feinde. Danach reiten die Kaldorei vor und nehmen den Laufsteg ein. Oh, Moment, hier ist meiner. Was übrigens überhaupt nicht gezählt hat, weil ich schon wieder das Maximum habe, ne? Ja. Champion, kommt! Begleitet meine Sindorei gegen diese Vorhut. Es ist zwecklos. Keine Gnade gegenüber Fremdlingen. Hinfort, Unholde. Ja, durch die Mitte sozusagen. Wir nehmen Sucher mal ein. In die Entdeckung gehen.
Wenn man wirklich so einen weiten Weg rennen müsste, ja, dann würden die Truppen so niedermähen, ja. Spürt die Macht der Schalderei! Für die Schalderei! Ich brauche ein Ziel. Geh fort, Unholde! Sagte er und klappte in seinem eigenen Blut zusammen. Ich habe euch enttäuscht. Ein Massenteleport. Dazu brauche ich aber Hilfe. Verhindern die Zauberschutze keine Telemantie? Keine Sorge. Sie ignorieren meinen Rat, sie aufzurüsten, schon seit Jahrhunderten. Klar. Ach, Okule, du alter Schlingel. Ich habe auch geholfen, aber mich haben sie hier nicht hinteleportiert. Eine ganze Stadt in einer Teleportation? Es liegt, um ehrlich zu sein, ich hatte Hilfe. Faszinierend. Ich würde nachher gern unsere Notizen vergleichen. Kommt, Champion. Die Kirin Tor und die Dämmerlilien-Rebellen haben diesen Teil des Hafens gesichert. Kann man sowieso alles jetzt knicken, ne? Ihr geht voran, wir folgen. Weiß nicht, warum ich beim Spiel jemand fressen denke, aber jetzt so ein Pommesbude, so ein Pommes mit Soße oder Currywurst. Das ist genau das Richtige. Doppelt, versteht sich. Das Portal funktioniert und wir sind noch ganz. Gut. Ich dachte schon, ein weiterer Signalgeber überlastet vielleicht das Netzwerk. Sammelpunkt. Okay, wir scheinen hier die Stadt gerade so ein bisschen zu übernehmen, oder? Wissen ist Macht. Invasion. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Hä? Der Marsch auf Suramar. Jetzt geht's insgesamt einigermaßen schnell hier, ne? Auch so eine Entscheidung für mich getroffen, weil ich einfach nicht will, dass die Videos wieder zu lang werden, werde ich noch einen dritten Part für Der Aufstand machen. Ne, also für den Erfolg, den wir brauchen, um überhaupt erstmal die leeren Elfen, ach Quatsch, nachtgeborenen Elfen freischalten zu können. Ne, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass man da irgendwie so ein Video hat, eine Stunde, drei Stunden, 20 Minuten oder so. Also ich will das schon so ein bisschen reguliert haben. Das heißt, ich werde an der Stelle hier jetzt erstmal nochmal Stopp drücken. Ne, für die YouTube-Gucker bedeutet das, es geht erst bald wieder los, und für die Twitch-Gucker heißt es, ja, bleibt nochmal 5 Minuten dran. Ne? Ich starte gleich den Rest. Der Nachtbrunnen ruft mich. So, wir nehmen auch hier an und sollen wahrscheinlich wieder irgendwo irgendwelche Früchte verteilen. Kann ich helfen? Ja, die müssten eigentlich schon leicht übersättigt sein von den Dingern. Andererseits, wir reden ja hier die ganze Zeit von Sucht, ne? Wartet mal.
Tag nach dem anderen. So, begebt euch zum Hafen der Astravar und beginnt gemeinsam mit den Elfen die Belagerung der Nachtfestung. Vertraut nicht jedem. So, und damit geht es dann eben halt erst beim nächsten Mal weiter. Ich könnte vielleicht noch hier eben schnell mal einen Schluss verkaufen. Unsere Isolation ist vorbei. Ja, und da sehen wir wieder 50 Gold, 25 Gold, 50 Gold. So sind die Kosten von dem, was wir da vorhin geholt haben, alle schon wieder drin. Wir Leute, trotzdem, so ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video hier dann trotzdem schon mal einen Daumen nach oben gebt. Meinen Kanal abonniert, damit ihr auch wisst, wann die nächsten Videos kommen. Deswegen am besten noch die Glocke aktivieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ne? Ich bin der Chris von IM Korgen. Wir sehen uns im dritten Part von Der Aufstand und ich sag mal, bis dann.